Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Maike Pfister wird am Freitag in der Kombination an den Start gehen. Urheberrecht Getty Images Deutschland ist bei der alpinen WM-Kombination der Frauen nur durch Maike Pfister vertreten. Eine andere Fahrerin konzentriert sich auf die Abfahrt. WM-Debütantin Maike Pfister, 23, ist die einzige deutsche Starterin bei der alpinen Kombination im schwedischen Aare am Freitag. Ski-WM-Kombination der Frauen am Frau. Ab 11 Uhr im Live-Ticker. Das bestätigte Cheftrainer Jürgen Graller am Mittwochabend. Kira Weidle, die bei der jüngsten WM 2017 in St. Moritz am Zweikampf aus Abfahrt und Slalomlauf teilgenommen hatte, wird den Wettbewerb auslassen, um sich auf die Spezialabfahrt am Sonntag zu konzentrieren. Dort zählt die Starnbergerin, 22, nach zwei dritten Plätzen in diesem Weltcup-Winter zum erweiterten Kreis der MedaillenanwärterInnen.